ein schnurriges Willkommen und Zarima bei Panty spielt Albion. Und diesmal, ja, es ist keine Grinding-Episode mehr. Wir wechseln heute in das neue Jahr und wir werden heute auf die neue Insel wechseln. Tatsächlich weiß ich nicht 100% genau, zu wem ich dafür gehen muss. Wir gucken noch mal rein. Wir haben 250 Samenkörner hier, 99 Pfeile und 39 Bolzen. Das heißt, Sira sollte noch weiter schießen können. Wir haben auch noch ein paar weitere Samenkörner hier, ein paar Tränke. Rainer hat auch, naja, 160 Schuss, bisschen mehr als das, aber gut. Und Tom, die behalten wir natürlich für Notfälle, hat auch sein Zeug da. Wir haben auch gut was zu essen mit. Gut, okay, Rainer und Sira jetzt nicht so viel, aber das ist nicht so schlimm. Wir können dann einfach sehen, wenn wir rasten, und das heißt, dass einer von denen nicht regeneriert, dass wir dann nochmal laden und das Essen verteilen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Community-Essen ist. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ich glaube, wir sollten zu dem Ratstypen gehen, weil wir haben ja jetzt den Mord aufgeklärt. Also können wir jetzt hier manipulieren. Ich glaube, das war beim Ratstypen, wo wir jetzt hier Bescheid sagen, wenn wir weiterfahren wollen. Und ich war natürlich ewig nicht mehr hier. So, das muss aber dann hier sein. Das ist, ja genau, ach, abgesehen davon ist es kein Typ, sondern es war eine Frau. Janis war eine Frau. Manipulieren. Hallo Janis, alte Socke. Zarima, meine menschlichen Freunde. Nun, Tom, seid ihr nun bereit für eure Reise? Das Schiff ist nur für euch bereit gemacht worden. Ja, natürlich, klar, hier, ja, sie bei Nanaris. Janis, ich denke, wir werden eure schönen Stadt nun verlassen. Ihr möchtet also fahren. Ich hoffe, dass ihr trotz des traurigen Vorfalls mit Akir einen guten Eindruck von Irina mitnimmt. Wir haben viel erlebt und einen Einblick in ein Volk bekommen, das mir nun nicht mehr so fremd erscheint wie noch vor so kurzer Zeit. Der Abschied fällt mir schon jetzt schwer, deswegen ist es besser, wir machen uns auf den Weg. Naja, wenn man bedenkt, wie lange wir gegrindet haben. Es freut mich, dass ihr so denkt, Tom Driscoll. Ich lasse euch nun zu eurem Schiff bringen und wünsche euch eine gute und erfolgreiche Reise. Janis geleitet Tom und die Gefährten zum Hafen. Tatsächlich steht dort ein Schiff zur sofortigen Abreise bereit. Man verabschiedet sich und schon bald ist das Schiff aus dem Hafen heraus und sticht in See. Und da sehen wir das Schiff. Ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet, bis wir den Landeplatz der Toronto gefunden haben. Naja, ich meine, der schreit das ja wohl eindeutig. Hoffentlich keine weiteren Gefahren. Oh, wir haben unseren Kriminalfall doch ganz gut gelöst. Nach all dem, was passiert ist, würde ich übrigens vorschlagen, die Förmlichkeiten ganz beiseite zu lassen. Was meinst du, Rainer? Und du, Dre? Sira? Alle halten es für selbstverständlich, zum Du überzugehen. Oh, da ist ein Gegner unten an der Insel, der uns noch zuwinkt, als wir weit vorbeifahren. Und wir verlassen die Insel der Iskai und machen uns auf zum nächsten Bereich des Spiels. Das ist übrigens die Stelle, an der die Demo endet. Die Überfahrt dauert viele Tage. Man nutzt die Zeit, um von Dreher die Sprache der Menschen auf der nächsten Insel zu lernen. Ja, viele Tage indeed. Und da verlässt das Schiff den Bildschirm. Schließlich kommt wieder Land in Sicht. Okay, hier sehen wir also hier irgendeinen. Naja, ich würde sagen, das ist ein Strand. Und sieht irgendwie ein bisschen aus. Na, so stelle ich mir diese typischen eingeborenen Hütten vor in irgendwelchen Filmen. Schauen wir mal. Und wir haben eine neue Musik. Na, guck mal hier, die haben hier sogar eingezäunte Tiere. Endlich spüren Tom und seine Gefährten wieder festen Boden unter den Füßen. Sie verabschieden sich von der Besatzung und schauen sich um. So. Schauen uns um, indem ich Tom steuere. Schau dir das an, Tom! Ich bin nicht sehr bewandert in Geschichte, aber diese Hütten sehen aus wie keltische Rundhütten. Wie um
alles in der Welt kann es sein, dass auf diesem Planeten nicht nur Menschen leben, sondern anscheinend auch noch Nachfahren der Kelten. Das ist doch völlig unmöglich. Tja, und wir haben bei uns hier in der Gegend sogar ein Keltendorf. Naja gut, das sind nur noch die Ruinen davon, aber trotzdem ein Blauberg. So unmöglich wie die seltsamen Phänomene, die wir bei den Iskai beobachtet haben. Die Magie. Schau mich nicht so an. Einmal muss das doch ausgesprochen werden. Dieser Planet richtet sich offenbar nicht so ganz nach unserem Weltbild, wie ausgesprochen unverschämt von ihm, was? Komm schon, lass uns ein wenig pragmatisch an die Sache herangehen. Nein, ich werde das jetzt nicht weiter schreien. Wenn wir die Toronto gefunden haben, haben wir genug Zeit und Mittel, allen Rätseln dieser Welt auf den Grund zu gehen. Mal eben ein bisschen näher ans Mikro gerutscht. Ja, vielleicht hast du recht. Es ist wohl an der Zeit, mein naturwissenschaftliches Weltbild ein bisschen zu erweitern. Ich sollte mich nicht dagegen sträuben, etwas Neues zu lernen. Apropos Pragmatismus. Ich denke, wir sollten am besten mit dem Oberhaupt dieses Dorfes sprechen. Er weiß wohl am ehesten, ob etwas Riesiges wie die Toronto irgendwo im Land gesehen wurde. Wenn die Leute hier wirklich etwas mit den Kelten zu tun haben, müsste es einen Stammeskönig oder sowas in der Art geben. Falls man hier nichts von eurem riesigen Luftschiff gehört hat, könnten wir versuchen, gleich eine Passage nach Maini, der großen Landmasse östlich von hier, zu bekommen. Und da ist das Schiff. Und da ist direkt eine Person. Da sprechen wir sie doch einfach mal an. Ansprechen. Togi Din. Endlich mal wieder Besuch aus fernen Ländern. Wie aufregend. Togi Din ist also hier scheinbar die Begrüßungsformel. Togi Din, Reisende. Ist das nicht ein herrlicher Tag? Diese, so eine Art Pflanze hatten wir doch auch schon in einem anderen Dings gesehen. Eine blühende Pflanze. Das ist bestimmt diese Stinkwurz. Nein, ich wollte auch die Person ansprechen und nicht rasten. Togi Din. Verzeiht, ich möchte nicht mit euch sprechen. Mein Mann ist vor kurzem ertrunken und ich... Tränen laufen der jungen Frau übers Gesicht. Ja, das ist... Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass da ein ertrunkener Ehemann war. Das ist tatsächlich sehr traurig. Ein kleines Mädchen rennt hier ausgelassen umher. Sie ruft, Togi Din, macht Platz für die große Kriegerin. Hey, ja! Ja, kleine Kinder... Ja, ich sehe hier, das hier wird wahrscheinlich das Hauptzelt sein. Zum einen ist es größer, zum anderen, ja, im großen Buchstaben ist hier zu lesen. Thanos, König von Klauta. Ich weiß nicht, ich würde es Klauta aussprechen tatsächlich. Aber wir gehen jetzt natürlich noch nicht zum König. Wir gucken uns erstmal alles andere an, ist ja klar. Was haben wir hier? Anschauen. Das Schild verkündet. Bragona, Speisen und Proviant. Ich meine, es verkündet. Grummel, grummel, da melden sich meine Kopfhörer. Bragona, Speisen und Proviant. Also mein Ton kurz eben weg, weil ein zweites Gerät sich mit den Kopfhörern verbunden hat. So, oh, das ist eine so tolle Musik. Das ist eine meiner Lieblingsmusiken im Spiel, muss ich gestehen. La 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 la. So, dann sprechen wir den hier mal an. Togi Din, Fremde. Hey, ihr Pelzträger, könnt ihr überhaupt unser Essen vertragen? Ah, nein, mein Guter. Wir fressen bevorzugt vorlaute Nacktärsche. Das ist ein guter Konter. Dann schauen wir doch mal, was der Proviant hier kostet. Eine Ration kostet 0,3 Gold. Das ist 0,1 Gold billiger als... eben noch. Okay, hätten wir das gewusst. Schauen wir mal weiter. Ein geflochtener Korb. Ein großes Fass mit fremdartigen Getränken. Hier muss man auch bedenken, das Spiel ist recht alt. Alte Rechtschreibung und so. Das ist kein großes Fass, sondern ein großes Fass natürlich. So, schauen wir mal hier die Tiere an. Die Tiere existieren nicht. Oh, ich kann das Tier ansprechen. Ich hoffe, dass ich das Spiel jetzt nicht breake. Ich gebe mal Mu ein. Oink! Das ist ein ganz normales irdisches Schwein. Nun, wenn es Menschen irgendwie geschafft haben, hier zu kommen, werden sie sicher auch ihre Nutztiere mitgebracht haben. Das wäre jetzt tatsächlich lustig. Dass ich da ein Wort eingeben kann. Was ist, wenn ich Oink eingebe? Ah, schade. Jetzt kann ich nichts mehr eingeben. Das war bestimmt, war da ein Geheimnis versteckt. Wenn man das Richtige eingibt, schaltet das sicher irgendwas frei oder so. Oh, das ist geil. Das, da kann ich mich natürlich überhaupt nicht dran erinnern.
Übrigens, ich hüstel noch ein bisschen. Ich war die Woche erkältet. So, kommen wir hier rein. Ah, und wieder die tolle Musik. Togi Din, ihr seid Besucher aus fernen Ländern, nicht wahr? Und ihr wollt mit mir sprechen? Oh, bei den Göttern. Das ist das erste Mal, dass ich einen Pelzig, ich meine Iskai, mit eigenen Augen sehe. Seid ihr groß? Also, was ist denn dein Beruf eigentlich? Ich gehe noch zur Schule. Mein Vater hat wenig Verwandte, deshalb bin ich nicht in die Pflegschaft gegangen. Was ist denn eine Pflegschaft? Naja, ich wäre nicht gern von meinen Eltern weggegangen, aber dafür wäre ich auch eine zweite. Aber dafür hätte ich auch eine zweite Familie gehabt. Eigentlich ist es mir aber lieber so, wie es ist. Was ist denn mit deinem Vater? Mein Vater ist einer der besten Krieger des Dorfes und dient unserem König. Kannst du mir irgendwas über die Schule erzählen? Ja, es kommt ein Druide aus Ayano und gibt den Kindern Unterricht. Manchmal ist es langweilig, aber oft erzählt er ganz tolle Geschichten. Kannst du mir was über euren König sagen? Oh, der König. Er ist reich und alle müssen tun, was er sagt. Klingt nach einem typischen König. Was weißt du denn über die Iskai? Ich habe schon viel von ihnen gehört. Manche bei uns sprechen abfällig von ihnen, aber einige auch mit Respekt und etwas Furcht, denn sie sollen gute Krieger sein. Ja, das haben wir ja erlebt. Was weißt du denn über Krieger? Bei uns kann jeder kämpfen, wenn Krieg ist. Alle Jungs üben mit den Waffen, sogar manche Mädchen. Und was weißt du, kannst du mir über eure Götter erzählen? Oh, es gibt viele Götter. Wenn man sie ehrt, bringen sie einem Glück und so. Ja, so viel weiß er da noch nicht drüber. Was kannst du mir über die Druiden sagen? Die Druiden sind weise Männer und Zauberer. Die werden auch zu ihnen geschickt, um zu lernen. Aha, und Ayano? Ach, da sind die ganzen Druiden zu Hause. Hm. Danke, jetzt weiß ich alles. Achso, halt, nein. Was weißt du über... Oink? Das sagt mir überhaupt nichts. Ich muss tatsächlich zum Tippen links vom Mikro weg, deswegen habe ich kurz nicht gesprochen. Nun gut, danke für das Gespräch. Leb wohl. Dann, hier war noch eine weitere. Und hier ist der Vater der Krieger. Reden wir mit dem Togi Din Besucher. Und was ist euer Beruf? Ich bin ein Krieger in Diensten von Thanos. Und ich bin ohne anderen Beruf. Ohne anderen Beruf? Dann könnt ihr mir etwas über Thanos sagen. Thanos ist unser Stammeskönig. Er lebe lang und gesund. Der König ist unser oberster Herrscher, der das Wohl des Tuat bestimmt. Auch wenn er sich bei wichtigen Angelegenheiten mit der Versammlung der waffentragenden Männer berät. Er ist die Verkörperin der Verkörperung des Tuat. Und seine wichtigste Aufgabe ist es, für die Harmonie zwischen uns Menschen und dem Land zu sorgen. Denn nur wenn Einklang mit dem Land besteht, können wir auf gute Ernte, gesundes Vieh, wenige Krankheiten und Erhaltung des Friedens hoffen. Haha, und ihr habt gedacht, das wird eine actionreiche Folge. Natürlich wird das, wir sind in einem neuen Gebiet und natürlich wird das eine Vorlesefolge. Also, was wisst ihr über das Vieh? Viehbesitz ist die Grundlage allen Reichtums. Wer bei uns einen hohen Rang hat, ist meist auch im Besitz von Vieh, das er zum Teil an seine Keile verpachtet. Keile? Zeile? Und was ist ein Tuaf? Der Tuaf oder Stamm ist die Gemeinschaft aller Clans und ihrer Familien und wird vom Stammeskönig geleitet. Okay. Und Krieger? Jeder Mann ist bei uns auch ein Krieger, wenn der Frieden gebrochen wird. Männer, die sich ausschließlich der Waffenkunst widmen, ohne einen anderen Beruf auszuüben, gibt es im Moment bei uns nicht viele, denn es herrscht Friede im Land. Deswegen hat er betont, dass er keinen anderen Beruf hat. Was ist denn diese Keile-Zeile-Dings? Ein Keile oder Begleiter gehört zur Gefolgschaft des Mannes, von dem er seinen Ehrenpreis ausgezahlt bekommen hat. Er verzichtet also gegen eine Geldsumme und eine günstige Pacht von Vieh auf einen Teil seiner gesetzlichen Rechte, wie zum Beispiel das Tragen von Waffen, und ist verpflichtet, bei Versammlungen seine Stimme an den Pächter abzugeben, der dadurch an Rang und Einfluss gewinnt. Okay, das klingt eigentlich... Im ersten Moment klingt das ein bisschen nach Sklaverei, aber auf der anderen Seite, also er muss ja nicht machen, was der sagt. Das klingt tatsächlich so ein bisschen wie unsere Gesellschaft. Wir zahlen Steuern. Okay, wir kriegen kein Geld dafür. Wir zahlen im Endeffekt Steuern, dass der Staat uns beschützt. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Der kriegt quasi Geld dafür, dass er einfach nur ein normales Leben lebt. Und dafür muss er halt in gewisser Weise das tun, was der andere sagt. Also er ordnet sich, so wie das scheint, freiwillig dem anderen unter, aber nicht so weit, dass er sein Eigentum wird.
Das klingt interessant. Habt ihr eigentlich auch sowas wie ein Gesetz? Die Rechtsprechung zwischen zwei Parteien wird zumeist von einem dafür ausgebildeten Druiden übernommen. Aha, und kannst du mir was über die Druiden sagen? Die Druiden sind unsere Gelehrten. Sie beherrschen die Schrift. Sie bewahren das Wissen unserer Vorfahren und mehren es. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Es gibt diejenigen, die das Recht sprechen oder die, die ausgeschickt werden, um Kinder zu lehren und welche, die Mittler zwischen den Göttern und den Menschen sind. Es sind Heiler und Beherrscher der magischen Künste unter ihnen. Ihr Zentrum ist die Schule von Ayano. Dort leben und lernen die Größten unter ihnen. Aha. Je, das geht immer weiter. Was wisst ihr über Magie? Magie ist die Kunst der Götter. Sie wird von besonders dafür begabten Druiden ausgeübt, die in hohem Ansehen stehen und als gesegnet gelten. Und was wisst ihr von Heilen? In Ayano werdet ihr Heilung für eure Wunden finden. Okay, das scheint also ein anderer Ort auf der gleichen Insel zu sein. Könnt ihr mir was über die Götter sagen? Oh, es gibt eine Vielzahl von Göttern, doch die größten unter ihnen sind Luke, der große Gott des Tatendrangs, der Reisenden und des Handels, sowie Danu, die große Göttin und Mutter, deren Verkörperung Albion unsere Welt ist. Daneben gibt es Götter von Bauern, Handwerkern, Dichtern und Kriegern, sowie eine Menge geringerer Gottheiten, verehrt von den Bewohnern ihrer Landstriche. Über das Leben und nach dem Tode wird gelehrt, dass wir in einem anderen, wunderschönen Land weiterleben. Das könnt ihr mir über die Handwerker sagen. Es gibt viele ehrbare Handwerksberufe, die des Töpfers, des Grobschmieds, des Tuchwebers oder des Korbflechters. Eine besondere Stellung nehmen die Waffenschmiede ein, die alle der Gilde der Umayo angehören. Aha, wie dein Name, die Umayo. Was wisst ihr denn von denen? Oh, sehr viel. Die Gilde der Umayo ist in einem großen, heißen Land weit im Osten von hier beheimatet. Sie hüten das Geheimnis, wie man Erz aus dem Leib von Danu gewinnt, ohne sie zu erzürnen. Ich hätte bei einer Sumo gesagt, weil ich das schwarze Auge spiele. Und da ist die Erde sozusagen, also Dere, ist der Leib Sumus, einer Riesin, die gestorben ist. Sie produzieren Schmuck und vor allem Waffen und beanspruchen das Vorrecht, diese Waffen als einzige herstellen zu dürfen. Nur sie lernen die Kunst der Waffenherstellung. So sind alle Waffenschmiede entweder aus dem Land der Umayo oder Leute von hier, die ihr Handwerk dort oder bei einem Gildenmitglied lernten und uns selbst zur Gilde gehören. Es soll in alter Zeit sogar einen Krieg mit den Umayo gegeben haben. Seitdem sind sie etwas großzügiger in ihren Preisen und in der Ausbildung von örtlichen Waffenschmieden. Doch man sagt, sie verfolgen noch heute Abtrünnige, die, ohne Mitglied der Gilde zu sein, das Waffenschmiedehandwerk ausüben. Okay, das ist also stark reglementiert. Was wisst ihr über die Dichter? Dichter stehen bei uns im hohen Ansehen, Baden, und werden sogar von den mächtigen Kriegern gefürchtet, denn ein treffender Spottvers kann dem Ruf des Betroffenen ebenso schaden wie eine unrühmliche Niederlage. Was wisst ihr über Danu? Das ist jetzt der gleiche Text über Götter. Was könnt ihr mir zu Berufen sagen? Nun, die meisten waffentragenden Männer üben einen Beruf wie Handwerker oder gar Dichter aus. Ich hingegen bin stolz darauf, ausschließlich meinem König mit den Waffen zu dienen. So was wie Leibgarde scheinbar. Was wisst ihr über Ayano? Das ist der Name der Schule der Druiden hier auf Kratogel. Kratogel. Das ist wahrscheinlich ein Wort, was wir auch noch öfter hören. Das wird die Insel sein. Sie liegt nordwestlich von unserem Dorf. Ihr müsst nur dem Fluss Klauta aufwärts folgen. Ah, Klauta ist also der Fluss. Was wisst ihr denn über Kratogel? Ja, so heißt das Land, in dem ihr euch befindet. Und was wisst ihr über Albion? So nennen wir die Welt, auf der wir leben. Das werde ich jetzt auch bei jedem nochmal probieren. Was wisst ihr über Oink? Das sagt mir überhaupt nichts. Leb wohl. Können wir die ausplündern? Das ist ja das Übliche in Rollenspielen, dass man versucht, alles mitzunehmen, was nicht in dem Nagel fest. Oh, hier ist noch eine Frau. Moment, ansprechen. Togidin, Fremde. Ich glaube, mein Mann hat mehr Zeit für ein Schwätzchen als ich. Entschuldigt mich also bitte. Gucken wir mal hier die Truhe. Können wir auch noch anschauen. Ja, wo wir anschauen müssen. Eine kunstvoll beschlagene Holzkiste. Dann gehen wir hier zum Feuer und wärmen uns mal kurz auf. So. Danke für die vielen Informationen. So. Und da fährt das Schiff weg. Das ist das, was ich meinte mit, wir können nicht mehr zurück. Schauen wir mal hier. Hier ist noch ein Kind. Hallo. Togidin, wollt ihr mit meinem Vater übers Meer fahren? Ach, ich wünschte, er würde mich einmal mitnehmen.
Mhm. Sitzt eine Frau, so ansprechend. Togedin, Reisende. Garris, mein Mann, ist aufs Meer hinausgefahren. Ihr müsst später wiederkommen, wenn ihr eine Reise mit ihm vorhabt. Ja. Wir können nicht zurück nach Irina. So, dann schauen wir mal hier weiter. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas mitnehmbar ist. Nein. Okay. Ich kann natürlich auch noch hier in die offenen Kisten gucken, aber ich führe wahrscheinlich hier übrigens ein Waschzube. Doch bestimmt hier ein großer Holzbottich. Ja, das wird bestimmt sein. Die Badewanne. So, schauen wir mal, ob hier noch ein. Na, es wird langsam dunkel. Ach, guck mal, das sind die gleichen Tiere, die die Iskai auch haben hier oben. Mhm. Das ist der Fluss, der Klauter. Okay. Und jetzt wird es langsam dunkel, daher würde ich sagen, wir dürfen hier im Dorf auch rasten. Wir rasten einmal. Oh, für 8 Stunden, das war nicht gut. Dann machen wir nochmal hier. Ah, okay. Dann navigiere ich mal in vollkommener Dunkelheit in das Haus und kann auch nicht warten. Naja, gut, wir sind im Haus, das ist wichtig. Sprechen wir erstmal die Wachen an. Der Krieger schaut Tom nur grimmig an und erwidert nichts. Togedin, Reisende. Ich bin der Stammeskönig von Klauter. Hat er Fluss und die Stadt heißt scheinbar gleich. Togedin, Thanos, wir sind auf der Suche nach einem riesigen Metallschiff, das vom Himmel gekommen ist. Habt ihr vielleicht einen solchen Vorfall gehört? Seid ihr noch ganz bei Sinn? Verzeiht, aber solch einen Unfug habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ihr solltet euch in Behandlung der Druiden von Ayano begeben. Nun, wenn das so ist, sollten wir schnellstmöglich nach Maini, der großen Insel im Osten von hier, weiterreisen. Könnt ihr uns sagen, ob wir von hier aus eine solche Schiffsreise unternehmen können, O Thanos? So, ihr möchtet Klauter also schon wieder verlassen. Garris, der Fischer, ist ein erfahrener Seemann, der euch sicher nach Maini bringen würde. Doch er, und somit auch ihr, braucht dazu meine Erlaubnis. Nun, ich könnte euch natürlich eine solche Genehmigung erteilen. Es gibt da allerdings einen kleinen Gefallen, den ihr mir erweisen könntet. Ihr als Fremde seid dazu besser geeignet als jemand aus dieser Gegend, denn es handelt sich um eine Angelegenheit, die große Diskretion erfordert. Ihr müsst mir versprechen, über dieses Gespräch stillschweigend zu bewahren. Also, es geht um Folgendes. Von einem König wird bei uns erwartet, dass er im Vollbesitz seiner geistigen und vor allem seiner körperlichen Kräfte ist, da er sonst dem Tuat Unglück bringt. Nun ist es so, dass meine Frau und ich schon seit geraumer Zeit auf Nachwuchs warten. Wir und auch die Versammlung der waffentragenden Männer werden langsam ungeduldig. Ich möchte daher ein Amulett von den Druiden in Ayano erwerben, das meine Manneskraft zu unterstützen vermag. Ihr versteht, dass ich diesen Auftrag nur ungern einem meiner Männer überlasse oder selbst nach Ayano reise. Geht zu Bero, dem Druiden, und fragt ihn nach einem Stärkungsamulett. Bringt es mir und ich werde euch die Weiterreise gestatten. Ha, das ist bestimmt klein und blau, dann wird verschluckt. Gut, okay, das brauchen wir nicht nochmal zu machen. Was? So, kommen wir eben ganz. Gehen wir ganz schnell hier durch. Gut, okay, der sagt uns halt, dass er der Chef ist, klar. Hier wird auch nochmal gesagt, dass mit dem, dass das Dorf und der Fluss das gleiche ist. So, ich will tatsächlich nur die Sachen alle grau machen. So, ja, genau. Wir werden in Ayano geheilt. Es gibt viele Götter. Es ist schade, dass sich das, dass dieses, was, über was man mit wem geredet hat, nicht zwischen den Leuten geteilt wird. Jetzt muss ich das alles neu fragen und dann nochmal grob drüber gucken. Da nur ist der. Es sind einfach nur wieder die Götter. So, und jetzt haben wir es gleich geschafft. Kratogel ist das Land. Und Albion ist die Welt. Es geht einfach nur darum, dass wir später merken, wenn es was Neues gibt. So. Gut, also wir sollen zu den Druiden und wir können hier nicht warten. Ich gehe mal in eins der anderen Häuser und ja, ich sehe tatsächlich auch so gut wie gar nichts. So, wir können hier auch nicht warten. Das ist zum Reihen, aber hier läuft die Zeit schneller. Müssen wir immer ganz kurz ein bisschen ausharren. So 5 kurze Stündchen, die in-game natürlich nicht so lang sind. Das ist natürlich doof, eine Sache können wir noch gucken. Und zwar, wir sprechen jetzt hier auch Keltisch bei den Sprachen. Also nicht nur Sira, sondern auch Tom spricht auch Keltisch. Das wurde ja schon gesagt. So, müsste jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Es ist schon fast 5 Uhr. Ich glaube um 7 wird es hell oder so.
Das ist ein bisschen blöd, dass wir nicht warten können in der Übersicht. Die geht übrigens auch nicht schlafen. Ich meine, dass der Krieger da nicht schlafen geht, okay. Der strotzt wahrscheinlich nur so viel Energie, aber der kleine Junge. So, gucken wir mal, ob es langsam hell wird. Ja, es wird langsam hell. Wir sehen wieder was. Dann können wir auch weitermachen. So, also das ist hier ist das Zelt vom Chef. Dann gucken wir mal weiter nach Norden. Ah, hier ist noch ein Haus. So, sprechen wir gleich mal die Frau des Hauses an. Sarena. Togidin, Fremde. Was ist euer Beruf? Ich bin Kunsthandwerkerin. Was könnt ihr mir darüber sagen? Ich verziere und bemale Tongefäße und andere Gegenstände. Ihr werdet die verschlungenen Formen, die wir so lieben, überall finden. Könnt ihr mir über diese Formen was sagen? Am wichtigsten sind für uns die Farben und Symbole. Geschwungene Linien, die symmetrisch wirken, es aber bei genauerem Hinsehen nicht sind. Und rätselhafte Formen, die zugleich Ornamente in einem Augenblick und Dämonenfratzen im nächsten Augenblick sein können. Es hängt alles vom Licht und vom Betrachter ab. Die Größten unserer Kunst können Gegenständen durch ihre Symbole geradezu magische Kräfte verleihen. Solche Gegenstände sind natürlich sehr begehrt. Was wisst ihr über Magie? Und da geht's jetzt weiter mit den Göttern und den Kriegern. Ja, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, aber im Endeffekt kennen wir das schon. Das ist die Gilde der Umayo, da wo wir als nächstes hinwollen, die Druiden, die Heiler. Na, jetzt habe ich mich verklickt. Ich muss die Maus recht langsam bewegen hier. So, Danu ist wieder die Götter. Ist ein bisschen schade, dass es hier ein eigener Punkt ist und dann nicht ein eigener Text steht. Wahrscheinlich ist das tatsächlich sogar ein Bug, dass dem Wort Danu der gleiche Text wie die Götter zugesprochen wird. So, und ich habe gerade gemerkt, Rechtsklick ist ab 1 zurück in diesem Dings. Togidin, wechselt doch ein paar Worte mit meiner Schwester. Sie lässt sich gerne durch ein Gespräch mit fremden Reisenden inspirieren. Unter uns, sie ist noch unverheiratet. Zwinker, zwinker. Und er hier? Aha, hier kann man durch. So. Togidin, Besucher, ihr seid hier genau richtig, wenn ihr euch für das Kunsthandwerk unseres Volkes interessiert. Ja, es sind hier einige schöne Töpfe. Ein Tonbehälter. Ganz viele Töpfe. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier einen Topf klauen kann und den irgendwie verkaufen kann. Also lasse ich den die Töpfe. Dann schauen wir mal hier im Norden. Also Bäume, ne, die sind hier ähnlich und hier sind andere Bäume noch dazwischen. So. Folgen dem Fluss. Zur Druidenschule. Hätten wir über die Brücke gehen sollen, aber ich bin neugierig, ob man hier auch durchkommt. Hier ist also ein dichter Wald. Man kommt dann hier so. Hier durch und dann nach rechts. Jawohl. So. Und da gibt es also eine Fork im Fluss. Und dann geht der Fluss hier wieder nach links weiter. Ja, das ist einfach nur eine kleine Landzunge. So. Gucken wir mal, was auf dieser Seite des Flusses erwartet uns. So. Okay, hier ist noch eine Brücke. Okay. Jetzt müssen wir nur wissen. Wir sind lauter von diesen Stinkfruchtpflanzen. Ah, es hört sich wieder an einem Wasserfall an. Okay. Ja, ich bin neugierig. Ich will mir erstmal hier die Gegend angucken. Und da sind hier doch schon mal die ersten Gegner. Das hier ist ein... Oh, Avaniak Stufe 3. Okay, dann können wir hier jetzt erstmal sagen, wir wissen, dass die Frostlawine gegen diese Avaniaks, gegen die 1er Avaniaks sehr gut hilft. Die werden jetzt erstmal alle platt. So. Das ist quasi so ein Fliegenspray. So. Davon haben wir natürlich nicht viel Ladungen, aber jetzt... können wir hier sagen, angreifen.
81 Erfahrungspunkte und wir kriegen eine große Vanya-Kugel und dann kommen gleich noch die Grandiers. Komm her. So. Gut, das ist ein ganz normaler Angriff. Da machen wir natürlich einfach. Hauen wir einfach drauf. So. Hals drauf. Das haben wir beim Grinding auch schon die ganze Zeit gemacht. So. Das ist ein Angriff, den wir aus dem Grinding so schon oft genug erlebt haben. Wenn es auch in der Timelapse war. Also auch gegnermäßig jetzt erstmal gut okay, stärker, aber nichts Besonderes Neues. Ja, hier ist jetzt auch nur noch Wind. Das Rauschen des Windes im Wald. Sehr schön. Ah, wie praktisch. Sira, guck mal, hier sind sogar noch ein paar Bären für dich. Die kriegt aber erstmal Drir. Ja, ja gut, das ist dann. Die kriegt erstmal Drir. Weil. So, manipulieren, weil du ja sonst überlastet bist. So. Und dann nochmal Grondier. Und vorrücken. Das ist auch ein einfacher Angriff. Einmal hier drauf, bitte. Und los geht's. So. Einmal ein leckeres Fleisch. Und ein Grondier-Tri. Das heißt, da ist gar nicht mal so viel anders. So, schauen wir mal hier. Nochmal Vanyaks, okay. Es sind zwar jetzt viele, aber das sollte kein Problem sein. Wir hauen einfach mal drauf. Sparen uns die Magie. Gucken wir nochmal hier mit der Magie. Wir haben hier einiges. Ich muss mal gucken, dass ich die Dings nicht habe. Ja, ich glaube, das ist... da können wir gar nichts von gebrauchen eigentlich. Wir greifen einfach an. Die können uns zwar vergiften, aber das sollte kein großes Problem sein. So, dann greifen wir hier einmal an. Ah, jetzt hätte Rainer auch noch angreifen können. Naja. So, wir sind ja gut trainiert und haben auch gute Rüstung. So. Du greifst den an und Rainer, du greifst ihn hier an. Ich bin ja alle sind hier momentan auf Nahkampf eingestellt. So. Und dann machen wir mal so. Da flieht der erste schon. Ja, soll er fliehen, ist okay. So. Da hat sich eben nochmal... Ach, das war nur einer von uns. Okay. Okay, hier ist irgendwas Sumpfartiges. Was ist das? Gräser. Okay. So, noch mehr von den Trifalais sammeln können. Ich glaube, letztes Mal bin ich hier tatsächlich einfach direkt zum nächsten Bereich gegangen und habe nicht mehr alles angeguckt, weil ich eben, wie gesagt, tatsächlich keine Samenkörner mehr hatte, ziemlich schnell. Weil ich halt immer mit Sira primär gekämpft habe. Da ist noch ein Grondier. So. Kein Problem. So. Ich habe eben überlegt, ob ich Hass zaubern soll. Damit Tom einen zweiten Angriff kriegt. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal, dann geht der Kampf schneller vorüber. Wobei das natürlich heißt, wir verbrauchen magische Energie und besser wird Sira ja nicht mehr in der Hast. So, Angriff. So. Einfach mal hier so und dann lassen wir die erstmal sich bewegen. Diesmal nicht die Magie verwenden. Weil wir doch eigentlich ziemlich gut sind. So, dann greift er hier. Treffen beide den Starken an, weil der, wie man sieht, auch Damage macht. So. Aber halt auch nicht für lang. So, Sira darf jetzt einfach einmal leichte Heilung sprechen auf Drir. Der knallt auf den hier, weil der natürlich Sira und Rainer, weil die hinterste Sira und Rainer mitgefährden. So, gut, okay, sie attackieren aber tatsächlich Trom und Drill. So. Und dann machen wir folgendes. Einmal die Dornenschlinge hier hin. Damit kann der nicht mehr abhauen später. Hoffen wir, dass das klappt, bevor er sich bewegt. Jawohl. Sehr schön. Und der bleibt nämlich jetzt bis zum Ende des Kampfes da eingesperrt und kann auch nicht mehr angreifen. So.
So, und du machst jetzt nichts mehr. Beziehungsweise du kannst jetzt gerne einfach dahin laufen. Und du kannst dahin laufen. Und damit haben wir noch mehr Angriffe. So, genau. Und jetzt kannst du hier nämlich... Der ist entschärft. Und da können wir jetzt einfach hier mal drauf kloppen. Und da ist jemand vergiftet, kein Problem. Wir können nämlich auch hier Heile Rausch, Heile Blindheit, Heile Vergiftung. Ah, das funktioniert nicht im Kampf. Gut, okay. Kein Problem. Dann greifst du einfach weiter an. So, der haut ab. Tschüss. Und dann ist das... Ach, dann war er nicht vergiftet, sondern wahrscheinlich eher verwirrt oder sowas. Gut, so. Drier trägt zu viel. Da sieht man dann schon mal, wie viel die Sachen wiegen. So, was haben wir? Tom hat 42. Gut, okay, dann machen wir ihn nochmal zum Chef, damit das standardmäßig hier alles an ihn geht. Beziehungsweise beim Loot-Fenster standardmäßig eher aufploppt. Okay. Also wir wissen, wenn wir außen rumlaufen jetzt, das ist das, was ich gerade... Wenn wir außen rumlaufen... Bisher aus der Gegner nichts Besonderes. Die Samenkörner, die wir gefunden haben, haben wir eingesammelt. Das sieht natürlich eher aus, das sieht eher aus nicht wie Gräser, sondern wie das Zeug von dem... Hier ist noch ein Gegner. So, zwei Gegner. Wie das Zeug, wo der... wie ist er? Argin? Der in dem ehemaligen Former-Gebäude war. Da haben die Wände doch so gewabert. Das sieht genau so aus. So. Ja, das ist alles kein großer Act. Das heilt ja beim nächsten Schlafen schon sofort wieder. Eigentlich heilen wir ja sogar fast komplett beim Schlafen. Oh, ja, nicht. Das ist diese Gewohnheit, alle Sachen Drier zu geben. So. Weil er bisher immer so der Packesel war. So. Naja, das ist ja kein Schaden, den wir hier kriegen. So, weil das ist halt einfacher, so zu machen. So. Ich will erstmal hier gucken und dann will ich mir diesen Berg noch angucken. Also wir haben hier noch einiges zu sehen. Aber ich will hier einmal rund. Und dann würde ich sagen, wenn wir einmal rund sind, dann... okay, wieder Fluss. Das ist also hier, das ist ein Riesending eigentlich, diese Insel. Jetzt könnte man natürlich auch sich eine Karte machen, indem man die Bildschirme screenshottet und zusammenklebt. Das hat bestimmt irgendjemand im Internet gemacht. So. Schauen wir mal. Nehmen wir mit denen noch los. So. Ja, Ziel ist jetzt tatsächlich nicht irgendwie noch Erfahrung oder so zu kriegen. Sondern Ziel ist tatsächlich einfach nur zu gucken, wie sieht denn hier die Insel aus, ne? Das ist ja schließlich auch interessant. Okay, hier ist noch ein Berg. Und dann ist hier ein Eingang? Nee, das ist... Geht's hier? Kann ich hier durch? Nee, genau, das habe ich mir gedacht. Okay, das ist also ein Berg. Das ist schon ein sehr interessantes Ding hier. Okay, da ist ein Maniak oben. Das würde mich nicht wundern, weil der fliegt, ja. Ah, der kann hier nicht runter. Sehr interessant. Ja? Nee, der kann hier... Okay, das ist für den also auch eine Grenze. Der kann nicht darunter fliegen. Das ist also einfach eine Wand. Okay, hier ist ein Kind im Wald. Was suchst du denn im Wald? Das sucht nichts, das ist einfach da. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, da ist ein Feld hier oben. Da ist auch nichts. Interessant. Sieht so aus, als wenn da ein Eingang wäre. Also hier ist ein Feld. Okay. Das ist Getreide, okay. Ist ein anderes Dorf. Das kann auch sein, dass es schon diese Druidenschule ist. Schauen wir mal. So. Ach, dann läuft er auch gar nicht so groß im Wald rum. Das ist ja in der Nähe vom Ort.
So, dann schauen wir mal, was hier steht. Das ist Tamno, Waffenschmied der Umayo-Gilde. Okay, hier haben wir also direkt einen Waffenschmied. Dann gucken wir doch direkt mal. Herr Waffenschmied. Und sprechen. Toridin, Tamno hat vor kurzem mal wieder seine Preise erhöht. Naja, wenigstens leistet er gute Arbeit. Hier sind die weit genug weg, dass ich nicht angreifen kann. Nicht die Sachen klauen kann. So, dann schauen wir mal. Okay, also wir haben hier einiges, was wir kaufen können. Oh je, ich sehe schon wieder hier den Grind kommen. Aber was ich jetzt mache, ist, ich hole mir gerade mal eben einen Notizzettel. So, ich habe jetzt zum Glück einen Notizblock vor mir liegen. So, und jetzt schreiben wir mal auf. Also, wir haben Tamno, ein Waffenschmied. Und der möchte... So, und zwar, das ist das, was ich gucke. Ich verkaufe eins hiervon und das sind 1,2 Gold. Ich gucke also jetzt, was ist der beste Händler zum Verkaufen? Weil die Preise sind ja alle relativ. So, kaufen kann ich eh noch nichts. Dankeschön. Leb wohl. Okay, da wissen wir schon mal, hier haben wir den Waffenschmied. Ja, komm. Togidin, Reisende, besucht meinen Onkel, den Waffenschmied. Er ist der beste Schmied Kratogels. Sein Haus ist das große im Südosten des Dorfes. Das ist jetzt mit Sicherheit das Dorf, das Druidendorfer. Nee, wobei Waffenschmied im Druidendorf macht keinen Sinn. Also, okay, das Mädchen wurde jetzt hier nicht gedingst. Kradia, Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände. Und hier ist jemand. Togidin, mein Pflegesohn hat schon wieder etwas zerbrochen. Welch eine Last, der Atio eines solchen Teufels zu sein. Togidin, Fremde, wenn ich groß bin, reise ich auch durch die Welt. So, verehrte Dame, was haben Sie denn im Angebot, Vinion? Vinion. Gemischtwaren. So, Vinion hat einen Feuerring. Der schießt Feuerbälle, da kann ich mich noch dran erinnern. Heiltränke, aber begrenzter Stock. Und dann gucken wir mal hier, wenn ich verkaufe. 1,5, das ist schon mal besser als der Waffenschmied zum Verkaufen. So. Danke für das Gespräch. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weitergucken, es wird sowieso schon dunkel, bevor wir weitergucken, mache ich jetzt Schluss. Und wir sehen uns also im nächsten Jahr wieder. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr und zündet nichts an und so weiter. Ich bin sowieso jemand, der sagt, Feuerwerk sollte nicht jeder selber machen, sondern es sollte irgendwie ein großes, organisiertes Feuerwerk geben. Von den Steuergeldern, ja, dafür zahlen wir sie. Aber dafür sollte dann auch der Eintritt kostenlos sein. Und dann machen das Profis und dann fackelt nichts ab. Beziehungsweise, wenn irgendwie was passiert, ist dann auch die Feuerwehr sofort vor Ort und so. Und man hat eine schöne Show, man hat auch irgendwie was Tolles dabei. Oder man geht irgendwo hin, wo es irgendwie ein Buffet gibt oder sowas und eine schöne Party hat. Dann braucht man auch das Feuerwerk nicht, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist overrated. Wir machen jetzt schon die letzten Jahre kein wirkliches Feuerwerk mehr. Das ist einfach total, also aus meiner Sicht ist es total langweilig. Wenn ihr eine andere Sicht habt, das ist... finde ich kein Problem. Wir können gerne eine unterschiedliche Meinung zu der Sache haben. Da bin ich nicht wirklich sonderlich, ich kämpfe da jetzt nicht für. Meine Güte, ich habe es heute mit Worten. Naja, ich glaube, ich mache mir jetzt auch noch einen Tee. Ich merke nämlich den Schleim im Hals und würde sagen, ich mache jetzt wie gesagt Schluss und wir sehen uns, wie auch schon gesagt, ich wiederhole mich sehr gerne, nächstes Jahr, wenn es wieder heißt, Panty spielt Albion. Also, jetzt ja wirklich. Ciao, miau.